Europa, auf der ca. 300 Meter bergab gestartet wird. 80 Teilnehmer, davon 10 aus dem Saarland. Die Favoriten für den Gesamtsieg kurz vorgestellt. Norbert Hanna von Markt Einersheim, der mit seinem 500 PS starken Lancia Delta Integrale die Berg-DM derzeit anführt. Nur ein Punkt in der Bergwertung hinter Hanna, Norbert Brenner aus Walsdürn im ex-DTM Mercedes 190 Evo 2. Sie beide hatten einen starken Konkurrenten aus der Freestyle-Klasse, den Österreicher Herbert Stolz mit seinem 600 PS starken Porsche 935. Der Sound im Wald zwischen Homburg und dem pfälzischen Käshofen hat an diesem heißen Sommertag etwa 2500 Zuschauer angelockt. In der H-Klasse ging es dann zur Sache. Ging es um den Gesamtsieg. Norbert Hanna am Start. Im Training hatte er bereits gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Er wurde Dritter mit einer Gesamtzeit von 3 Minuten 57,18 Sekunden. Der Trainingsschnellste, Norbert Brenner. Die Strecke 2,6 Kilometer lang. Sie musste dreimal durchfahren werden. Im Rennen reichte es für Brenner nur zu Platz 2. In der Zeit von 3 Minuten und 53,17 Sekunden. Schade, dass dieses Mal die Tourenwagen unter sich bleiben mussten, weil die Strecke für Rennwagen zu holprig war. Dafür gab es dann ziemlich viel Unterbrechungen, weil ein Wagen Öl verloren hatte, weil es einige Unfälle gab, die alle aber glimpflich abliefen. Dann auf der Strecke Herbert Stolz mit seinem Porsche. Der zweite Lauf, das war sein Glanzstück. Er wollte den Rekord von Georg Blaser aus dem Jahr 2002 brechen. Der liegt bei 1 Minute 15,26 Sekunden. Eigentlich ideale Bedingungen, vom Wetter her, nicht aber von der Straße. Er war nur etwa eine Sekunde langsamer, trotzdem der Gesamtsieger. Das war jetzt eine sogenannte Höllenfahrt. Ich möchte sie nicht ein zweites Mal machen. Jubel für den Sieger, für Stolz am Streckenrand von einem Fan, der bei allen Bergrennen in Europa dabei ist und dessen Auto die Autogramme der Stars ziert. Schade, dass die Sportfahrzeuge nicht fahren durfte wegen dem Teerbelag. Aber das ist schon in Ordnung, weil das Programm läuft reibungslos ab. Es gab noch weitere ausgezeichnete Zeiten. So der vierte Platz von Christian Auer mit seinem BMW M3. Er brachte es auf 3 Minuten 59,73 Sekunden. Und dann war da noch einer, einsam und allein weit abgeschlagen. Franz Schirra mit seinem Oldie aus dessen goldenen 60er Jahren.